Hallo Leute, heute müssen wir mal wieder über Israel und Palästina reden. Der Anlass ist der Nahostplan von Donald Trump und Bibi Netanyahu, den sie jetzt kürzlich gemeinsam vorgestellt haben. Und da wäre es wichtig, dass man sich erstmal anguckt, was steht denn da drin. Es wird behauptet, das sei ein Nahost-Friedensplan. Nein, es ist kein Friedensplan, weil Frieden beinhaltet immer, dass beide Seiten beteiligt werden an der Entwicklung von Lösungen. Diesmal durften die Palästinenser noch nicht mal am Katzentisch Platz nehmen. Und die Vertragsparteien, also Israel und die USA, haben den Palästinensern quasi ein Ultimatum gestellt, binnen dessen sie den ganzen Plan fressen sollen oder eben keinerlei Fortschritte kriegen. Zweitens wird behauptet, es sei eine Zwei-Staaten-Lösung. Da muss man mal fragen, was ist eigentlich ein Staat? Ein Staat zeichnet sich in der Regel dadurch aus, dass er ein gemeinsames Staatsterritorium hat, dass er über dieses Territorium auch die Souveränität hat, dass er seine Grenzen kontrolliert, dass er die Sicherheit innerhalb seines Landes kontrolliert, dass er, dass er selber entscheidet, wo seine Hauptstadt sein soll und wie er sein Staatswesen organisiert. Auch das wird den Palästinenserinnen und Palästinensern vorenthalten. Sie sollen vielmehr akzeptieren, dass ihr Territorium zerstückelt und von Straßen, Wegen, die von den Israelis kontrolliert werden, durchschnitten wird. Sie sollen akzeptieren, dass ein erheblicher Teil des Landes, das ihnen nach UN-Resolutionen zur Verfügung steht, weiter von israelischen Siedlungen besetzt bleibt. Zum Ausgleich sollen sie ein winziges Stückchen in der Negev-Wüste bekommen, das bisher unbesiedelt ist. Es hat seine Gründe, dass es unbesiedelt ist, weil es einfach ein unwirtliches, unwirtschaftliches Land ist. Sie sollen die Kontrolle über das Jordantal verlieren, beziehungsweise die Israelis behalten sich die Kontrolle über das Jordantal vor, das heißt über die Wasserressourcen, die Palästina für eine vernünftige landwirtschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung brauchen würde. Sie sollen keine bewaffneten Einheiten aufstellen dürfen. Auch das, so sehr ich selbst Gegnerin davon bin, dass Staaten Armeen unterhalten, gehört aber zur Souveränität eines Landes dazu. Und sie sollen in den nächsten Monaten, bis dieser Plan in Kraft tritt, auch keinen Antrag mehr an irgendeine internationale Einrichtung stellen dürfen, als Staat anerkannt zu werden. Das ist alles absurd und diejenigen, die das ausgearbeitet haben, hätten wissen müssen oder müssen wissen, dass die Palästinenserinnen und Palästinenser sich darauf gar nicht einlassen können. Worum geht es also? Das Ganze ist zum einen ein Wahlkampfmanöver. Sowohl Donald Trump als auch Benjamin Netanyahu stehen kurz vor neuen Präsidentschaftswahlen. Beide sind innenpolitisch extrem angeschlagen. Donald Trump durch das Impeachment-Verfahren und Benjamin Netanyahu durch eine Anklage wegen Betrugs und Bestechung, die gegen ihn eröffnet wurde. Originellerweise genau an dem Tag, als Donald Trump seinen Nahostplan angekündigt hat. Also das Ganze ist ein Diktat, das ist nicht akzeptabel, es ist kein Beitrag zur Konfliktlösung, es ist keine Zwei-Staaten-Lösung, es ist kein Friedensplan, sondern es ist ein Akt der Aggression und ein Ausdruck eines kolonialistischen Verständnisses gegenüber den Palästinenserinnen und Palästinensern. Das ist nun so offensichtlich, dass es auch auf der internationalen Bühne ganz, ganz viele wissen. Auch die Bundesregierung weiß das und kann das entsprechend einschätzen. Ich erwarte jetzt von Heiko Maas, dass er im UNO-Sicherheitsrat dieses Thema aufsetzen lässt und dass er darüber diskutieren lässt. Noch ist Deutschland Mitglied im UN-Sicherheitsrat. Das ist das Gremium, in dem solche Pläne auch diskutiert gehören. Und vor allem erwarte ich auch von der Bundesregierung, dass sie keine einzige Annexion, weder der Golanhöhen noch des Jordantals, noch der illegalen Siedlungen auf Palästinenserland anerkennt, weder förmlich noch faktisch, und dass sie wirklich deutlich macht, dass damit jetzt eine Grenze überschritten ist, die wir nicht tolerieren.